Hier drüben, das Playboy-Ding will ich noch haben. Aber eigentlich sollte ich vorher das Geld abgeben. Kommt die hier hin? Ja. Schick mal jemanden nach Point Verdun, der mir ein bisschen Bares abnimmt. Etwas Geduld, bin sofort da. Na klar, Schnucki. Na klar. Ich hab ihn! Hilf mir hier mal! Was? Dein Geld ist bei mir immer am sichersten, Chef. Okay, okay. Bitteschön. Wehe, du verlierst das. Bin unterwegs. Melde dich, wenn du mich brauchst. Mach ich. Komm ich hier rüber? Nein. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Komm ich denn da rein? Ich will dieses Heftchen haben, das ist ja mal klar. Muss ich mit dem Auto durchfahren? Kann ich nicht einfach... Hep. Doch, das geht. So. Und ich kann auch einfach hier reinspazieren, mir das Heftchen schnappen und wieder gehen. Easy Job. Hup. Verbrechen im Gange, schick Verstärkung. Hier geht's gleich rund, schick eine Person zu Fuß gesichtet. Officer hat Verfolgung aufgenommen. An alle Einheiten. Officer erbittet Unterstützung. Oh fuck. Da war das mit den Mega-Kopfnuss-Gedöns wohl noch nicht so gut. Oh, shit. An alle Einheiten. Der Verdächtige führt jetzt ein Fahrzeug. Oh, hier durchfahren, ne? Oh je. An alle Einheiten. Verdächtiger ein Tick vor Haber gesichtet. Oh je. Schnell weg. Ja. Das ist auch eine legendär gute Idee. Was sollten wir öfter machen? So, Achtung. Darf ich mal? Danke. Oh Gott, oh je. Oh, schnell weg. Komme ich hier durch? Ich weiß es nicht. Hier kommt die richtige Polizei. Boah. Bin in Position und feuerbereit. Ja. Oh, wir kommen hier nicht durch, oder? Oder? Doch. Oh, war das knapp. Okay, hier kommen wir durch. Wir sind ziemlich angeschlagen. Also fahrzeugtechnisch her. Aua, oh je. Ich wollte... Da rein. Oh je, das wird nix. Die müssen wir bekämpfen. Hilft nix. An alle Einheiten. Officer erbittet Unterstützung. Hier kommt die richtige Polizei. Schnauze. Und er bricht einfach das Auto noch raus. Führt jetzt ein Fahrzeug. Hier kommt die richtige Polizei. Oh, fuck. Der Pimbolan verstärkt sich. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Tot. Gut, dass wir das Geld noch abgegeben haben, siehst du? Oh, das war vorhin, er sagt so, easiest Verbrechen ever. Oh, ja, genau. Oh, verdammt. Egal. Und da kommt noch ein Gal hinterher. Ja. Ah, wir haben sogar das Auto behalten. Geiler Scheiß. Und zwar müssen wir hier noch das auf jeden Fall machen. Hier, ne? Das. Erledige Zombies. Vollstrecker. Wird gemacht. Vorher aber... Wir haben nicht genug Teile. So, Polizeiauto ist natürlich vorteilhaft, weil es schnell ist, ne? Brauche ich eigentlich eine Hupe? Halt dich. Hey, das ist Eigentum der Polizei! Ach so. Hier darf die Kasse. Ja, hier haben wir gemeldet über ein gestohlenes Auto in Irish Point. Wenn eine Einheit Zeit hat, kann sie ja mal ein paar Aussagen aufnehmen. An alle Einheiten. Verdächtiger gesichtet. Einheiten vor Ort ermittelt. Alter. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Fahndung in unmittelbarer Umgebung eingeleitet. Hier ist schön. Hier ist echt schön. An alle Einheiten im Fahndungsgebiet. Sichtkontakt zu Verdächtigem verloren. Okay. Pass auf, wo du hingehst. Okay.
Du bist hier falsch, Freundchen. Ich habe das Gefühl, wir sind nicht da. Lass mal einen Gast! Wer ist hier drüben, ihr Flachwichser? Hier, Junge, nimm den! Wasserratten jagen. Ich hatte ein gutes Leben. Ich bin getroffen. Wenn du dich benimmst, muss es nicht vorbei sein. Kacke, tut das weh. Ich bin getroffen. Oh, danke schon. Mich hat's erwischt. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigen wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Autsch. Was ist er denn her? Doch viel Blut. Seht euch alle. Der Feller hat sich am Stock. So, das war das. Zack. Einmal das, einmal das. Ich hoffe, den Typen, den wir befreien sollten, hat überlebt. Ich glaube aber schon. Jo, das war das. Jetzt können wir wieder mit Bier reden. Boah, ich würde gerne mit Bier reden. Na, die Wortwitze heute wieder köstlich, vom Allerfeinsten. Ach ja, Freunde, ich komme einfach nicht dazu, das Vlog aufzunehmen oder den Vlog aufzunehmen, den ich vorhatte aufzunehmen. Ich hole die Wollen mehr. Ja, mach mal. Vielleicht löse ich das Problem anders. Mal sehen. Ja, wir haben eine Meldung über ein gestohlenes Auto in Irish Point. Wenn eine Einheit Zeit hat, kann sie ja mal ein paar Aussagen aufnehmen. Und dann hat sie das Problem auch erledigt. Und jetzt muss ich hier. So. Ja, ich werde vielleicht eine andere Lösung dazu finden. Mal gucken. So. Und aussteigen und mit dem Beaver reden. Ich mache den Namen immer noch. Beer. Beaver war der Name. Keiner zahlt mehr an Sonny Blue. Hat ihm beim Schlachter Ärger beschert. Gut. Sonny ist wieder drüben bei Robert O. Drückt sich in letzter Zeit ganz besonders blumig aus. Der Schlachter war wohl nicht gerade begeistert, dass Sunnys schmierige Geldgeschäfte gestört worden sind. Genau. Und die Kacke ist echt am Dampfen. Sunny ist entschlossen, alles wieder ins Lot zu bringen. Dass seine Leute mehr Schiss vor ihm haben als vor dir. Wir werden sehen. Bleib undercover, bis es vorbei ist, okay? Sunny ist wohl etwas angepisst über so einen farbigen Kerl, der seine Geschäfte stört. Ist sogar den ganzen Weg runter zur Fleischfabrik, um auf ihn zu warten. Geil. Dann werden wir ihm nicht lange warten lassen. Konsultiere Sonny Blue. Werden wir tun? Prinzipiell würde ich ja... jetzt müsste man sich ja jetzt wieder neu ausrüsten. Hier unsere Tante rufen. Unseren Typen rufen, der uns Waffen verkauft unter der Hand und so weiter und so fort. Aber wir machen das so. Hui! Autsch! So. Da hat's das Hot Rod-Ding noch, das Bild. Das werden wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Aber nach dem Angriff. Wir müssen jetzt auch kein Geld wegbringen. So, jetzt gehen wir in die gleiche Fabrik, wo wir schon mal waren. Wo wir schon mal alle Leute weggeschnetzelt haben. Da dürfen wir jetzt ein zweites Mal reingehen. Es ist doch eine Freude. Ja, das ist es, nicht wahr? Gleiches System wie vorher. Wir gehen rein, sagen, ich bin der Ficker und ja. Empfangsdame ist weg. Hat's an unserem Waffen. Ist ja nicht bekloppt, der hätte die Eier Sonny Blue zu verarschen. Ich versuche immer noch rauszufinden, wie dieser Neger, dass ich was gehört habe. Hat ins Bild passt. Ein Partner? Ich hab mich doch nicht verhört, oder? Nein, hast du nicht. So. Das dazu. Ich
Was auch immer mit den Leuten hier los ist. Pass bloß auf mich auf. So, komm mal her. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. So. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Ich schätze, wir müssen nach oben. Sie ist hier immer noch? Ist eine andere jetzt. Die ganze Crew von der Bude ist... Auf einen entdeckt, so. Jungs! Das war das. Großer Gott! Und das. Alle Mann in Deckung! Stirb endlich, Arschloch! Wow, endlich, du Arschloch! Sterben wie die Fliegen! Ich hab ihn! Ist das so? Wir müssen aufpassen, dass wir von hinten nichts reingedrückt kriegen. Das ist halt gerade meine Sorge. Scheiße, ich lade nach. Ich sehe dich. Das ist ja schön, dass deine Augen funktionieren. Zeig mal her, die hübschen Klunker. Hübscher war ich eigentlich. Scheiße, hilft mir mal jemand. Klunker ist eigentlich ein bisschen was anderes. Danke für die Warnung! Profi at work, ohne Witz. Hey, er ist hier drüben! Ich kann mich verdammt nochmal nicht bewegen! Der Wichser hat Glück gehabt! Scheiße, bin angeschossen! Scheiße! Er hat mich fest im Griff! Der hat einen von uns gekillt! Der hat noch einen von uns gekillt! Ich gehe in Deckung! Schließe ich meine Augen für einen Moment. Mach mal ein Nickerchen. Ist so eine Zugabe! Später. Bringt mich ins gottverdammte Krankenhaus! Sofort. So. Weißt du was? Wer Menschen zu Fleisch verarbeitet? Ganz ehrlich. Weißt du, was der Schlachter mir antun wird? Hättet euch besser nicht mit Irish Point angelegt. So. Ganz ehrlich. Wer sich sowas einfallen lässt, ne? Auch wenn er es nicht wirklich war, das weiß ich ja. Aber trotzdem. So, Verbesserungsverlauf von Burke. Lalala, entfernt blaue Fahndungszonen. Keine Verbrechen für 30 Sekunden. Cool. Cool. Nehmen wir und Burke zuweisen natürlich. Der Schlachthof ist sauber. Schickt deine Leute. Hey, kümmert euch nicht um die Leichen. Meine Jungs wissen, was sie damit machen müssen. Wenn wir die Distille zurückerobern, kann dieses fette Arschloch Barbieri nirgendwo anders mehr hin. Okay. Ich hoffe nicht, dass Burke jetzt auch anfängt, die Leute zu Hackfleisch zu verarbeiten. Wir haben jetzt die ganze Aufnahme darauf hingearbeitet, dass wir jetzt hier in 5 Minuten quasi hier drin waren, hier rein sind, alles wieder nochmal umgebracht haben, um genau das gleiche zu machen, was wir vorher schon gemacht haben. Ja. Naja, dann machen wir jetzt eben... Thomas Burke kam als Kind in die Staaten, als sein Vater aus Irland floh, wahrscheinlich wegen der Rolle, die er dort im Bürgerkrieg gespielt hatte. Als sein Vater einem Herzinfarkt erlag, fing Burke an, illegal Schnaps herzustellen. Er betrieb die Schwarzbrennerei in ganz großem Stil und das fiel Selma Carno auf. Burke machte in der Mafia Karriere, konnte aber wegen seiner Herkunft kein festes Mitglied werden. Oh je. Mach den fertig! Ja, versuch's doch. Die Cops bestechen 1. Achso, ja. Da ist der Wagen. Jetzt machen wir nämlich das hier. Auch noch eben. Ich schätze, das wird auch so um die 5 bis 10 Minütchen dauern. Und dann haben wir das auch hinter uns. Und dann sind wir damit fertig. Und dann kann es mit der Hauptstory weitergehen.